Hi Leute, ich bin Amelie und meine Folge heißt Amelies Ideen. Öffnen heute den Squishball und der kommt hier jetzt mal. Hier sind auch die Zutaten und hier sind die Sachen. Und wir öffnen jetzt mal den Squishball, den wir noch gar nicht, der ist neon auf. Und wir werden den heute aufschneiden und mal anschauen. Der ist richtig cool, oder? Ich liebe ihn. Und jetzt schneiden wir mal das Netz auf. So, die Schere ist jetzt da. Und wir schneiden jetzt mal das Netz auf. Macht es auch nicht zu Hause nach. Das will ich euch jetzt mal zeigen, was da alles drin ist in so einem Trashball. Guckt mal, hier kommt schon der ganze Slime raus. So, gleich haben wir es. Ich will nur noch nicht das. Komm raus. Ja, also, so sieht er jetzt aus. Ich muss sagen, der ist wirklich sehr gut, auch ohne die Verpackung. Und mich interessiert jetzt, welche Farbe der von drinnen hat. So, wir schneiden den jetzt direkt mal auf. Hier kommt der ganze Slime mal raus. Ich glaube, der ist nicht so gut, weil... Also den kann man nicht so gut squeezen, weil wir den halt noch nicht gut durchgesqueezed haben. Aber ihr könnt es auch mit ein bisschen Kaisernathollen wieder verbessern. Und wenn ihr euren Stretchball wieder haben wollt, nehmt einen Luftballon, gebt das wieder rein und nehmt euch ein Orangennetz. Und dann habt ihr ja eigentlich alles wieder und dann könnt ihr das squeezen. Und das war's heute bei mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, drückt die Glocke, abonniert uns und schreibt was Nettes in die Kommentare. Ciao!